In den seltenen und bisher unveröffentlichten Filmaufnahmen sehen wir Wladimir Lenin in einer ganz anderen Art und Weise. Wir sehen ihn nicht nur als revolutionären Führer, sondern auch als ganz normalen Menschen. Auf den Aufnahmen sehen wir Lenin, wie er mit seiner Katze spricht und ihr bedeutungsvolle Dinge über die Revolution erzählt. Wir sehen ihn tief in seinen Gedanken versunken und bemerken, dass er es genoss, Wein zu trinken und Zeit mit Freunden zu verbringen. In einigen Clips sehen wir ihn auch das erste Mal einen der ersten stationären Computer der Sowjetunion benutzen, der von seiner Frau Nadjezhda Krupskaja erfunden wurde. Wir können sehen, wie er die Ruhe und Freude des Lebens genießt, aber auch wie progressiv er für seine Zeit war. Wer hätte gedacht, dass dieser großartige Führer ein ganz gewöhnliches Leben wie jeder andere führte? Diese Aufnahmen eröffnen ein neues Kapitel in der Geschichte Russlands, und wir freuen uns darauf, was sie uns noch zeigen werden.